Diese Optionen helfen euch, Güter zu sparen und Überproduktion zu vermeiden. Vor allem der Werkzeugmacher sollte nach Bedarf arbeiten. Mhm. Gut, das waren so die Tutorial-Tipps. Gucken wir uns die Videos an. Also wichtige Sektoren. Plant die Erweiterung eures Königreichs sorgfältig. Möglicherweise gibt es Sektoren, die gewaltigen Einfluss auf eure Strategie haben. Dieser Sektor scheint von Bedeutung zu sein. Dort befinden sich nützliche Orte. Wie die Taverne. Oder zwei Goldbienen. Hier. Eisenschmelze, ist klar, da wird Eisen hergestellt. Werkzeugmacherei. Jeder Arbeiter benötigt ein Werkzeug. Es ist also wichtig, für sich einen Nachschub zu sorgen. Haben wir gerade schon eine Werkzeugmacherei? Ja, haben wir. Die sollte nach Bedarf arbeiten. Nicht immer. Vor allem, weil wir jetzt auch zurzeit kein Eisen haben. Die Werkzeugmacherei ist eines der wichtigsten Arbeitsgebäude. Ja, weil ohne Werkzeuge kann kein anderer schaffen. Dort werden die Werkzeuge hergestellt, die jeder Arbeiter braucht. Die Werkzeugmacherei ist in einem Wohnhaus angeschlossen. Also er braucht wenigstens keine Nahrung grundsätzlich, um zu arbeiten. Ich habe aber nur die eine Werkzeugmacherei, gell? Ja. Gut, und Bestechung. Verfügt ihr über Münzen und Kaufleute, seid ihr in der Lage, einen benachbarten Sektor durch Bestechung zu übernehmen. Durch Bestechung könnt ihr einen neutralen Sektor friedlich übernehmen. Wählt den Außenposten und gewinnt mit der Übergabe der Münzen. Benötigt Kaufleute und Münzen für eine solche Bestechung. Ja. Gut, Händlergilde. Wir haben genug Klamotten. Um mal 5 Händler anzuheuern. Wir können auch gleich mal hier reingucken, was es so an Handelsarten gibt. Wir können Gold gegen Brot tauschen. Gold gegen Bretter. Gut, wir haben jetzt Händler. Das ist immer gut. Ja, hier sollten wir mal einen Ausbau tätigen. Erstmal. Nämlich mit einer Fischerhütte und einer Holzfällerhütte. Weil wir können dann noch eine... Leider nicht ganz so einfach. Dann noch eine Sägemühle anzuschließen. Nächste Frage wäre, wo kriegen wir unsere Steine her? Ernsthaft, wo kriegen wir unsere Steine her? Das fällt mir jetzt gerade so auf, dass wir gar keine Steine bei uns haben. Wir haben aber auf jeden Fall genug freies Feld, um noch mehr Weizenfarmen und auch Schafsfarmen zu errichten. Weil hier unten ist da nicht viel mit. Gut, dann bestechen wir mal den Außenposten. Mit 11 Gold.
Ja, den müssten wir bekehren, wohl eher. Wofür wir eine Kirche bräuchten. Bisschen Bier. Ach, und unsere Bauhütte. Ist das unsere einzige? Nein, wir haben zwei Bauhütten. Okay. Hervorragend. Der Goldsektor ist euer. Jetzt könnt ihr bald eure eigenen Münzen produzieren. Ja. Ja, für Bekehrung Geistliche. Jeder Rohstoff sammelnde Arbeiter, Holzfäller, Getreidebauer, Bergmann und so weiter ist in einen Arbeitsbereich zu gewinnen. Ihr könnt den Arbeitsbereich verschieben oder einen anderen Ort zur Bepflanzung oder Jagd zum Abbau bestimmen. In der Nähe dieser beiden Goldminen können keine Bergwerke angelegt werden, also kein Bergwerk errichtet werden. Folglich müsst ihr die Berghütte in größerer Entfernung errichten. Den Arbeitsbereich in der Nähe der Mine verlegen. Ja. Okay. Oh, das war jetzt der Geologe, den wir weggeklickt haben. Das ist eine neue Erweiterung. Sollten wir uns vielleicht auch gleich mal holen. So, hier einen schönen Händlergarten errichten. Und den Geologen können wir gerade freischalten, weil wir den Wegeausbau freischalten müssen. So, das heißt, wir brauchen ein Lagerhaus hier. Und dann brauchen wir eine Berghütte. Hier. Mit zwei Goldbergwerken. Und einem Straßenanschluss. Ja, Wegausbau. Können wir unsere einfachen Wege jetzt mit Stein zu besseren Wegen machen, auf denen die Arbeiter schneller laufen? Ist übrigens krass, dass wir den Förster immer noch nicht freigeschaltet haben. Dafür gibt es neue Technologien. Ja, das hier sollten wir erforschen. Wir sollten einfach alles erforschen. Ja. So, hier die Bierbrauer. Ich habe schon zwei Brauereien. Okay, dann vergiss das hier. Wo wird denn mein Bier gebraut? Hier. Das heißt, ich errichte hier meine Kirche. So. Aber ich muss auch unbedingt gucken, dass ich an die Kohle hier drüben oder das Eisenrad komme. Köhler kann ich nämlich zum Beispiel immer noch nicht. Und der Arbeitsbereich festlegen sollte ich auch mal. So.
Noch habe ich ja genug Steine für für die Kirche. Ja, sie wird sogar schon errichtet, sehr gut. Drakorian ist ja gerade so nett und verhält sich ruhig. Was halt auf jeden Fall gerade gemein ist. Ich habe keine Möglichkeit gerade. Ballistik zu erforschen, um den Turm effektiver einreißen zu können. Münzen kann ich nirgends erhandeln, ich kann nur Essen für gegen Münzen tauschen. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist die Handelsroute freischalten. Und ja, wie man sieht, jetzt sind alle drei Klöster freigeschalten. Nämlich auch das Kloster der Landwirtschaft, wo man sehen kann, hier werden Weizenfelder und andere Felder angebaut. Jede Menge Bier. Festbänke. Während hier am Kloster des Handwerks eben wieder Gerüste, Arbeitskräne und solches Zeug rumstehen. Beim letzten Kloster. Der Wissenschaft, Bücher, Wetterstation, Kolben. So, Handelsroute ist etabliert. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich kann immer nur meine Händler dorthin von da aus wegschicken, wo gerade die Flagge ist. Wenn ich also zum Beispiel mich hierhin weiter ausbreiten möchte, Handelsrouten, muss ich erst wieder nach Tandrien zurück. Das irgendwo mitten in Europa liegt, übrigens. Ja, das hier ist Afrika, Asien, Europa, da unten. Ja, sie haben einfach die Welt, normale Weltkarte genommen. So ganz grob. England ist ein bisschen krumm, muss man sagen. Aber ja, wenn ich hier unten hin will, muss ich halt zuerst mit der ein Gold zahlen, damit die Fahne zurück hierher wandert. Und muss dann die Handelsrouten freischalten. Und Handelsrouten können mir vom Gegner genauso weggenommen werden. Also er kann mich überbieten, was die Handelsrouten angeht. Gut, die Kirche ist fertig. Machen wir gleich mal 12 Geistliche. Für den Sektor brauchen wir 14. Das ist nämlich so das erste Wichtige. Ich könnte theoretisch, wenn ich wollte, Bier gegen Gold tauschen. Jetzt in der Taverne mittlerweile. Hier unten gibt es übrigens auch noch ein Handelsgebäude, nämlich die Wassermühle.
die einzunehmen, das wird auch interessant werden dann. Ne?